Ja, Medium ist ganz wichtig für die Plant X Samples. Die was? Die Verteidigungspflanzen. Ach ja, diese komischen lila Dinger, diese grünes Zeug spucken, die so Genau, rumschlackern. genau, Die müssen wir genau. haben. Dafür braucht man die Medium bis Large. Werkzeuge. Wieso können die Stone-Axt näher landen? Warte. Das ist traurig, ich hab nicht mal die Grundausrüstung mehr an dem. Zack, zack. Du. Stimmt, wir haben ja schon ein Dinosaurier-Getaway. Gateway! Getaway, Mensch! Verdammt, Alter, Getaway! das ist Ich ja. bin noch Deutscher! Es ist Getaway! Preserving Bing, was ist denn da? Lothematos. So, ich glaube mal, ich habe das Pflanzenzeug hier drin schon mal größtenteils abgekrabbelt. Okay. Wir haben auch schon 9 Wooden Spike Fall. Wenn es jemand braucht. Was für Viecher? Na hier so Spikes, Stacheln, wo kein Dino mal durchkommt dann, oder Schaden bekommt. Ah, die Dinger, diese nutzlosen. Da immer mit Profis arbeiten, ja. So. Eben. Wir müssen erstmal das Schiff leer räumen, dann das aufreißen Ja, können. ich bin gerade dabei. Ich sortiere gerade alles soweit. Wir haben auch 7-mal Stonewall. Da kommen wir zu einer Steinwand vorne bauen, Steinmauer. Wenn wir dann irgendwann mal Eisenhäuser bauen können, müssen wir Eisenhäuser bauen, weil die können die Dinos nicht mehr zerstören. Okay. Also wie viel das, was ich übereinander gebaut habe. Wir Was können. brauchst du jetzt an Plattformen für dein Boot? Erstmal nicht, ich tue bloß die Holzrappen dran. Erstmal, dass ich die rüberhole, Okay. dass die da vorne jetzt alleine Okay. rumkommen und dann. Du bist das geworden. Naja, du. Binder. Alter, wer haut mich denn? Was? Ich hau den Baum. Du hast mich gehauen, Mann! Echt? Ich hab jetzt Ja! noch Materialien abgesammelt. Tut mir leid. Oh, das muss abgebaut werden. Dann jetzt oben noch schön Materialien hochgetickert. Oh, ich bin ein bisschen zu schwer. Gau. Selbst ich bin zu schwer und ich kann 200 tragen. Ja, Fettsack. Der war schön. Kleine Das ist Pummelfell, balsam für die Seele. Naja, Fettsack. Was läuft weg hier? Kids Ding ausgekriegt! Nur Rookie Border, wie war das? Klein Ärsche, ihr. Ich muss immer einen Quotendorf im Dorf geben. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Job. Danke, danke, danke. Ich wurde zum Idioten der Stadt des Dorfes gewählt. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Ehre verdient habe, ihr Pisser. Ist das geil? Ich bin der Anführer der Mongos, oder was? Was hast du jetzt gesagt? Ihr habt's gedacht. Ja, ich würde dann nicht sprechen, dann weiß halt. Kleiner Meisenknödel, ey. Also ist das dunkel in dem Ding, ey. Ja, mal ist dann, Mann! Ja, wo steht das Lagerfeuer? Ja, das ist nicht, das nicht meine. Ganzer Ebene. Da kommt nichts. Lagerfeuer ist nicht. Lagerfeuer ist nicht meine Orbit. Du bist fürs Haus zuständig, schon in den Hausgarten Lagerfeuer. Ja, kriegst Musst gleich, deinen Jobs warte. kennen, Junge. Kriegst gleich. Was hast du gerade auseinandergenommen? Ein Schrank. Ach so. Da will doch eh bloß Dinos holen. Also können doch alle Schränke weg. Darf ich euch mal einen Tipp geben, dass das effektiv ist, wenn wir das alles stacken auf Maximum und dann reinlagern? Ja, du kannst es aber komisch. Du kannst aber komischerweise nicht alle aufeinander stapeln. Musst du einzeln. Ja. Du musst sie rausnehmen halt und in deinem Inventar zusammenfügen. Also wenn er mir noch ein, zwei Keulen gibt, dann kann ich hier auf Knüppeltour gehen mit 10. Ich heb dir meine Keule nicht. Verhalte dich selber. Das ist meine Keule. er ist gerade ein bisschen dunkel hier, ne? Ah, ne, Morgen des Tages. So, dann naja. Stecke ich das noch. Oh. Bin schon wieder fast überladen. Oh, voll, 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 voll. Wir müssen voll, erstmal voll. Das Boot leer räumen, Leute. Es ist leer, Mann! Den Schrank war übrigens voll, das ist dann nicht mehr alles den hab ich, das hab ich gerade hier, es ist kein Schrank mehr auf dem Boot. Echt? Okay, dann zieh ja, ich meine natürlich. Aussage zurück. Dann zieh ich meinen Hut. Ja, doch mal was Gott sei Sinnvolles Dank. gemacht hast.
Es tut mir leid, leider. Arsch, Alter. Bitte gedisplayen, du wärst. Du brauchst es. Was macht das so? Ja. Macht das interessanter für die Zuschauer? Da haben sie Zuschauer. Ich hätte gleich Zuschauer, Mann. Zuschauer. Mit deine 200 Mitläufer da. Was du gesagt 204. Hast. 204. Hoppla. Ja. Ich bin so gerade auf dich zu springen. Ja, ich hab 9. Da kannst du nicht gegen ausdenken. Ich hab 9. Mit viel Fantasie ist das viel besser. Aktiv? Aktiv oder Abo-Leichen? Dann müsste ich mal was hochladen, dass sie aktiv sein könnten, wenn es erstmal musst du aktiv werden, bevor sie aktiv werden können. Kann ich vielleicht schon dazu sagen, dass wahrscheinlich glaub, locker 95% davon Kumpels sind von mir. Oh, 95 von 9. Ja, komm, vielleicht hab ich da reingestopft. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, es komm mal schneller raus. Auch wenn wir es nicht brauchen, aber ein Stück Fleisch essen macht die Moral gut. Hui. Also ist das Boot jetzt leer, sagst du? So Leute, ja, ich baue uns jetzt Grundflächen oder sollen wir erstmal ein Haus fertig bauen, komplett mit Dach? Nee, erstmal Grundflächen. Erstmal Grundfläche, okay. Erstmal Grundfläche. Wir wollen ja auch wissen, wie groß unsere Villa wird. Okay. Ganze Insel ist unsere Villa. Okay. Haut ihr jetzt beide ab oder nur einer? Ich wollte die Dinos holen. Robert über Peter über Axel. Ich komme den Namen mit klar. Er kann theoretisch ja mitgehen. Da wollte er Tiere zählen, hat er gemeint, oder? Ja. Kannst du aber mitkommen? Ja, da komme ich mit. Da baue ich erstmal Ruhe hier. Die Hütte. Kann man nämlich zusammen in die Höhle vielleicht gucken. Wenn es Tag ist. Und bringt nochmal was Gutes mit, Mann. Was darf denn sein? Scheiße, Bären, Samen. Scheißbärsamen. Ins Wasser gefallen schon wieder? Was? Nein. Ach nee, du Leck, stand gerade einmal in der Luft hinten im Wasser. Das war Leck. Oh, ich habe auch eine Metallpicke mit, aus irgendwelchen Gründen. Ja, das ist die von Peter. Kannst du gleich wieder zurücklegen. Peter geklaut, Mann. Abgezogen. Ich glaube, ich gebe es zurück, das ist so ein Metallding. Das wäre doch schon gefunden. Ich dachte, ich habe sie ihm wieder reingesteckt, aber irgendwie ist sie wieder mal im Metall gelandet. Wie das mal passieren könnte, das kann sich keiner erklären. Leute, wir haben ein ganz großes Problem. Warum? Ah ja? Wir haben so gut wie kein Holz mehr bei uns auf der Scheißinsel. Robert, weißt du was? Wo fangen wir den Berg von rum, hinten? Ja, im sicheren Urwald. Da muss ich ja aus meinem sicheren Bereich raus. Ja, auf der Insel gibt's kein einziges fucking Raubtier. Jetzt hör auf zu rum zu einer. Sagt er! Ich sehe schon, komm! Ich sehe schon, komm, 5 Minuten steht oben. Mr. Klumpen ist gestorben an einem Raptor Level 1. Ja. Dann würde ich lachen, weil du es geschafft hast, diesen ähnlichen fucking Dino zu finden, den wir entdeckt haben, weil es dort die ganze Insel abgepasst. Müsst du dastehen, killed war bei Schildkröte oder was weiß ich so. Bei Dodo. Killed by Tree und Holzfällen umgekommen. Direkt den Baum erschlagen. Das gibt's übrigens noch, ist der häufigsten Todesursachen für Holzfällen. Ah, noch 4 Punkte und ich hab wieder ein Level up. Ich bin schon Level 7, das ist ziemlich gut. Ich bin Level 18 jetzt. Was bist du? 18. Da siehst du mal, wie langsam du bist. Du hast 1 Level gemacht. Hat deine Rand, Mann! 2 Level, während der Axel schon 7 gemacht hat, ne? Merkst du was? Ja, ich bin jetzt Level 7. Ja. Erst nach kurzer komm ich ordentlich nach oben gehauen mit dem XP. Und hinten ist ein schöner leuchtendes Park. Oh, glänziges. Also der am Strand. Glänziges. Hauen das ins Boot! Schade, dass man das Boot nicht beschleunigen kann. Finden oder so. Aber wenn man ich hätte doch nur einen so ein fucking Tor gebraucht. Ja, wir haben gerade echt so ein Tier aufgeladen. Guck mal für unser Boot. Peter, Axel. Oh. Auf jeden Peter Axel! Ich schwimm die Rampen hoch und bleib am Boot hängen. Die sammelt sich echt im Boot. Geil. Oh, warte mal, sie gehen durch. Mobiles Essen. Wir holen mal noch den Spark da hin, dass wir am Strand, den kann man auch riesig holen. Wie geil ist das denn? 60 ist lustig, ja. Ist nur doof, dass die ein bisschen durch Wände glitschen. Ja, wir haben sie da dabei. Wo sollen sie hin, die armen Jungs? Glänziges. Ja, wir steuern direkt drauf zu. Glänziges. Ja, komm, Mann. Ich werde ja verschwinden genau kurz bevor wir da sind. Wo seid ihr jetzt? Fahrt ihr zu dem blauen oder wie? Nee, zu dem weißen. Der, wo wir da vorhin hinfahren wollten oder der nee, neuer. Richtung unser Spawn? Was macht der ist rechts von unserer Base, so gesehen von uns allen. Achso, okay, ach der.
Dann sehe ich schon welche. Du hast gar nicht geguckt, du hast Holz sagen, mein Junge. Ich hake doch dabei, soll ich mir so im Geogang angucken dabei, Mann? Nee, du guckst dir gleich die Wasser und das Holz an. Okay, Holz. Ich bin der Specht. Sei der Specht. Oh Gott, jetzt fang jetzt bloß nicht mit den Bienen und den Blumen an. Sei die Biene. War scheiße, sei der Specht. Leck mich nicht ab. Mit Robert. Survival Games Bienen, das ist auch so eine Aufgabe für sich. Ja, nee, sag mal, was machen denn diese grünen Oberlisten da drüben? Die sind ja wieder tot. Und jetzt ist das große Gebäude da. Das ganz große da. Das sind die Bosse, die spawnen können. Also die du rufen kannst. Was für Viecher rufen? Bosse. Bosse. Ah, super. Es gibt einen riesen Spinnen, einen Drachen, einen Megadodo irgendwie, so ein Killer-Dodo. Dinosaurier-Dodo. Megadodo. Ja wirklich, es gibt einen Killer-Dodo, dann gibt es irgendwas, so einen mutanten, leisen Affen da. Ist aber nicht zu verwechseln mit Megadödel, das ist aber nicht bei Arm, sondern bei Fuck. Bei Fuck das Survival Game. Ach, sag mal so, bis wir so einen Boss rufen können, super locker Level 60. Wie nett zusammen. Oh, da hinten ist er. Und er ist schon ganz weiter oben. Oh, es leuchtet heller. Es ist aus. Es rotiert. Muss jetzt gleich rausrennen, will das Ding einsammeln und wieder drauf transportieren. Weil das Gebiet, wo wir gerade sind, ist echt beste Schlangen und so, Krokodile. Ja, das ist ganz so ein Gebiet. Hinrennen, eh abhauen. Jojo, ich steck mir das und hüpfe wieder aufs Boot. Ja. Oh, es ist so schön. Ah, mein Schatz! Oh Gott, gleich bekomme ich Augenkrebs. Das ist Schildkröte! Schildkröte! Was ist bei euch? Run away! Das waren zwei schwere Anwärter. Guck mal, wir haben immer noch das Rillebeid an Bord. Diese komischen Panzerkrabben da. Die hocken bei mir alle hinten an der Wand. Blinde Passagiere! Blenderer! Mach sie doch, Blenderer! So, na, eine Steinachse, zwei Schwere, eine Fackel, eine Schleuder. Guck mal, siehst du links, das Licht auf unserer Insel? Guck mal aus. Ja. Jetzt ist es gerade ausgegangen. Hast du bestimmt erlöscht, weil wir es gesehen haben. Mach nochmal an das Licht, das Robert. Hä? Mach nochmal das Licht an. Das Insellicht. Ich bin nicht mehr annähernd in der Nähe von unserem Lagerfeuer. Aber wir haben es gesehen, das war geil. Kann sein, ich renne um die Insel und mache gerade hier die ganze Zeit Holz. Im Dunkeln. Nackt. Im Regen. Zu viel Informationen, du läufst gerade auf. Ich komme so ein bisschen vor wie bei Adam und Eva, ja. Es war nachts! Tja, dich steil bimmel oder was? Armleuchter? So dunkel sehe hinten, mach mal die Fackel aus, sonst erkenne ich nicht zu, wo ich hinfahre. Ich habe eine Schildkröte aufgegabelt, glaube ich. Ich habe immer noch keine Hose. Ne, die habe ich dabei im Inventar, ich suche bloß unser Haus. No. Du läufst gerade ziemlich auf Grund, wenn ich das richtig sehe. Ne, das Schiff kann ja auf Grund laufen. Nein, unser Feuer brennt noch, also das war es zumindest nicht. Na klar war es das, weil es von der Insel kam. Ja, aber auf der kleinen. Hier ist. Das Feuer ist an. Immer noch. Hm. Ist so gut, dann ist es halt bloß kurz zu sehen gewesen aufgrund des Winkels. Es ist aber Nebel und Regen. Siegesgeheul! Unsere Insel, ne? Warte mal, jetzt, da ich ein Speer habe, kann ich ja pieksen. Oh, warte, ist wieder jemand glitscht. Warte mal, ist der schon zu weit, oder? Ja, definitiv schon zu weit. Oh, guck mal, das ist auch eine Lootkiste. Oh, die ist zu weit drin. Oder im Haus vorbeigefahren. Da steht sogar unser Dreihund am Strand, glaube ich. Wartet. Der weint. Moritz, mein Meister. Obwohl, das ist gar nicht weit weg. Das kommt gleich dann nochmal. Leider oben auf dem Hügel. Da können wir jetzt schon mal hin, Eiern schnell. Level 8, noch nichts Interessantes. Ist unser Haus. Das ist halt vom Boden geschippert. Siehst du halt. Na kacke! Mist! Was ein bisschen wäre ich doch mal. Nee, wäre ich doch mal mitgekommen, dann hätte ich das Haus abbauen können und wir hätten übelst viel Matz gehabt, ohne dass ich hier was hacken muss. Nee, du hackst schon, mein Freund. Du warst. Das war dein. Still. Du hast Biber. Ja deinen Job rausgesucht, jetzt erfüllst du den. Ruhig, Biber. Hier ist ein weißer Spark, holt euch den. Machen wir auch.
Direkt, direkt am Festland von unserer Insel. Ja, ja, den sehen wir. Der ist noch nicht, ja. Du hast die ganz viel, glaube ich, angelockt. Ja, ja, ich will die alle mitnehmen. Ach so, okay. Der Hans wäre ja hinten drinnen, oder? Manchmal müssen wir rauseiern.